Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, eigentlich wollte ich heute kein Video drehen, aber die Blogger Factory Box ist eingetroffen. Die wollte ich nämlich mit euch zusammen aufmachen. Ja, es sind 42 Grad, so sagt das Thermometer. Also hol dir was zu essen, hol dir vor allem was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Box ist die Birthday Box und die hat 25 Euro gekostet und soll einen Warenwert von 130 Euro haben. Man konnte sich quasi darauf bewerben und ja, die Blogger Factory hat dann entsprechend den Leuten, wo sie sagen, ja, du bist ein Blogger, das Go gegeben und dann konnte man sich die kaufen für 25 Euro. Das wurde mir empfohlen von der lieben Suna. Das mal wieder. Suna empfiehlt mir so viele tolle Dinge. Msusu auf Instagram. Hier und unten in der Infobox. Schau auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Aber erst nach diesem Video, denn wir machen erstmal diese Blogger Factory Birthday Edition Box auf. Und meine Herren, die ist ganz schön groß. Schauen wir mal rein. Ich bin ganz gespannt, was da drin ist. Ne? Ich glaube, da ist alles Mögliche drin. Essen, Beauty, keine Ahnung, Lifestyle, weiß ich nicht. Mal gucken. Aber erstmal aufmachen. Oh la la. Gut, hier ist der Lieferschein drauf. Da steht dann Birthday Box drauf. Okay. Dann haben wir hier ein bisschen Werbung. Dann haben wir hier ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Dann haben wir noch mehr Werbung. Erol Sander. Und dann halt ein zweiseitiges Dokument, was man sich durchlesen kann, was ich jetzt nicht tue. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Riecht ein bisschen süßlich daraus. Oh, ich hoffe, dass da keine Schokolade drin ist, weil die wäre echt geschmolzen, denke ich mal. Und dann gucken wir mal. So sieht die Box jetzt von innen geöffnet aus. Und dann gucken wir mal rein. Ich bin super gespannt. Als erstes habe ich hier ein sehr großes Produkt. Und zwar ist es von Spark, eine Hamburger Presse oder Gefu. Weiß ich nicht. Sowas haben wir auch tatsächlich. Aber ich guck mal, ob wir die dann verwenden oder die, die wir jetzt noch da haben. Finde ich super, ist nämlich für Patties. Also wir machen auch sehr, sehr gerne Burger selber. Und da kannst du dir quasi den Hamburger-Patty selber pressen und ja, einfach nur Hackfleisch im Supermarkt kaufen oder halt beim Fleischer und musst halt nicht diese fertig eingefrorenen Patties dir holen, sondern kannst selber welche machen. Das finde ich total praktisch. Ja, mache ich aber jetzt mal auf. Oh, eben als ich nach Hause gekommen bin, habe ich Sammy erstmal ein Eis gegeben. Also quasi Hundefutter eingefroren mit Wasser. Habe ich auch auf Instagram gezeigt. Er steht ja auch sowas, ne? Ist ja auch richtig so, weil bei dem Wetter muss der auch mal ein bisschen Abkühlung kriegen. Das ist echt der helle Wahnsinn. Verpackungsmaterial. Und hier haben wir die Presse. Huch, die ist ganz schön groß. Das ist echt für Riesenpatties, ne? Da kannst du hier dein Fleisch entsprechend reinmachen. Und das ist auch schon geröffelt. Und dann nimmst du dieses, das ist echt heißes, King Size 180 Gramm und Classic 120 Gramm, okay. Nimmst du dann das hier, das ist aus Keramik. Das ist echt krass. Und dann kannst du dir ein Patty pressen. Mega gut. Hochwertig. Also das kommt wirklich hochwertig daher. Das muss ich wirklich sagen. Fühlt sich etwas schwerer an. Oh, guck mal, du hast ja auch noch Burgerrezepte drin. Das ist auch toll. Da werde ich meinen Freund fragen, ob er sich darüber freut oder ob wir das an einen ja, Freund zum Geburtstag verschenken oder so. Finde ich aber cool, dass sowas mit drin ist. Sehr, sehr spannend. Ketchup, Kult und Kinoküsse. Das wasserfeste Buch. Hä? Was ist das? Mehr Spaß in der Badewanne. Gelesen in 15 Minuten und absolut wasserfest. Gelesen, bevor das Wasser kalt ist. Hä? Ist das ein... Du kennst Star Wars in- und auswendig und hast Titanic 20 Mal gesehen und Dirty Dancing noch viel öfter? Dann teste dein Kinowissen in der Wanne. Film ab für Cineasten. 33 knifflige und kuriose Fragen rund um Hollywood und Co. serviert von Quizmaster und Moderator Dirk M. Schumacher. Also ich kenne solche Wannenbücher eigentlich nur für Kinder. Aber das sind echt... Das ist ein richtiges Badewannenbuch. Das kannst du jetzt auch so mit in Pool nehmen. Wenn du jetzt zum Beispiel hier irgendwo... hier draußen so einen Pool aufbauen würdest, dann kannst du das da drin lesen. Das ist ja super witzig. Und dann sind hier Fragen und hier hinten sind dann die Lösungen drin. Irgendwie witzig, oder? Ja, witzig. Aber, also, ich habe keine Badewanne, ich habe keinen Pool, aber ich kann sowas auch so lesen, da bin ich gar nicht so. Man kann es sich auch aufs Klo legen, oder? Ja, gespannt bin ich darauf, sehr. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ja,
Also haben wir jetzt ein bisschen was zu lesen, ein bisschen Lifestyle. Und nun? Oh. Oh, bitte lass sie heile sein. Hier ist eine Tasse mit drin. Das ist eine schöne Tasse, die man zum Geburtstag verschenken kann. Mit Henkel dran. Oh, richtig schön. Ach, dass das überlebt hat. Ich habe letztens bei Amazon nämlich Tassen bestellt und die waren alle kaputt. Hm. Aber die ist schön, die gefällt mir. Ja, da kriegst du ganz gut was rein, ne? Ich weiß nicht, einen halben Liter oder so. Und ich habe jetzt zum Geburtstag von der lieben Wanni auch eine Tasse bekommen, die auch auf der Arbeit steht und die auch immer gut befüllt ist. Ich weiß nicht, vielleicht kriegt sie auch eine Tasse von mir zum Geburtstag. Sie hat ja bald Geburtstag, ne? Aber ich habe immer so Angst, dass das nicht heile überkommt. Naja, ist auf jeden Fall mit drin, finde ich cool. Gefällt mir. So, was ist das? Schokolade löst keine Probleme, aber das tut ein Apfel ja auch nicht. Och, wie süß. Das ist ja niedlich. Ich glaube, das ist ein Magnet, oder? Oder ist es einfach nur ein kleines Holzschildchen? Weil hier hinten sind auch noch so Magnete dran. Ich glaube, das sind Magnete. Das kommt dann auch auf jeden Fall bei mir auf die Arbeit. Das finde ich super. Das ist hübsch. The Duke Munich Dry Gin. Okay, hier ist ein Gin mit drin. Das sind 5 cl. Und ja, Alkohol, ne? Das wird auf jeden Fall nicht von mir getrunken werden. Aber wenn dann mal vielleicht jemand aus der Familie vorbeikommt und Bock auf einen Gin Tonic hat, dann brauche ich noch Tonic Water. Und dann kann ich immer einen Gin Tonic machen. Das ist doch auch mal ganz nett. Von Erol Sander. Repair Creme Q10 Oily Skin. Da ist hier so ein 30 ml Produktchen drin. Aber für 30 ml sieht das ganz schön groß aus, ne? Das finde ich schon sehr, sehr witzig. Hm. Okay. Biokomponenten fördern die Regeneration, die Elastizität, die Kollagen- und Elastinbindung der Haut. Mhm. Die Wiederherstellung der Energie-Mikrodepots der Zellen wird gefördert und regelt die Pigmentierung, effektive Verzögerung der Alterung, Straffung der Haut, hypoallergische und keine unerwünschten Reaktionen, Gebrauch morgens und abends im Kreis, morgens und abends kreisend auftragen. Okay. Erol Sander. Das ist dieser Typ hier. Den hat man doch schon mal irgendwo in der Werbung auch gesehen, oder? Kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Naja. Ja, da weiß ich jetzt aber nicht, ob das eine Männercreme ist oder eine Frauencreme, muss ich gestehen. Ich denke, das ist Unisex, ne? Das ist eine gute Frage. Okay, die kommt hier ganz, ganz, ganz cremig, gelig, komisch raus. Das finde ich spannend. Riecht sowohl männlich als auch weiblich. Also ich glaube, dass das tatsächlich eine Unisex-Geschichte ist. Auf der Haut wird es so durchsichtig, flüssig und ist sehr ergiebig. Nein, das ist mit Schneckenschleim. Helix Aspersa, Schneckenschleim. Es gibt viele Gründe und Unwahrheiten über Schneckenschleim in der Kosmetik. Ursprünglich waren die ersten Anwendungen vor 100 Jahren in Peru. Bla, 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 bla. Also da scheint tatsächlich Schneckenschleim drin zu sein. Hm. Steht hier aber nirgendwo drauf, ne? Ja, aber hier steht auch Helix Aspersa drin. Helix Aspersa, das scheint dann wirklich mit Schneckenschleim zu sein. Okay, Leute, das werde ich aber testen. Das ist übrigens auch ein bisschen bappig, klebrig jetzt auf der Haut. Aber das werde ich testen. Das werde ich testen. Geil. Mit Schneckenschleim, ja bitte. Das hat die Franka ja auch schon mal getestet, ne? So mit Schneckenschleimprodukte. Mega interessant. Regeneration Gel, Helix Aspersa, Q10, Aqua Rosa, Aqua Rosa Damascena, also da ist Damascenrose drin. Mhm. Flower Water. Ich glaube, das ist dann doch eher für Frauen. Aber das riecht so. Ich weiß nicht. Das riecht ein bisschen nach dem Rosens Rosenwasser tatsächlich. Das stimmt wohl. Ach. Ich werde es verwenden. Erol Sander. Schneckenschleim, ich raste aus. Was haben wir hier? Summacum Be a Hunter. Natürliches Koffein, Grünteeextrakt und Citicolincognizin. Was ist das? Weiß ich noch nicht. Da ist auf jeden Fall eine Eule abgebildet. Da sind 5 Sticks drin. Und was sind das für Sticks? Smarter als dein herkömmlicher Energiekick. Nahrungsergänzungsmittel mit natürlichem Koffein, Citicolin, Cognizin, Pflanzenextrakten, Vitaminen und Mikronährstoffen mit Zucker und Süßungsmitteln. Konzentrationsbooster. Je nach Bedarf 1 bis 2 Sticks, jeweils kurz vor intensiven Konzentrationsphasen, ohne Flüssigkeit einnehmen. Keine Ahnung, ob ich jetzt dadurch konzentrierter werde. Ja, ich hatte meinen Nachmittagskaffee ja hier zu Hause noch nicht, also kann ich mir das auch mal gönnen. Okay, es riecht nach Brausepulver.
Sieht man da was? Und sieht irgendwie auch interessant aus, ne? Das schmeckt ganz gut. Es wurde dann doch kurz mal ein bisschen bitter, ne? War nicht so gut. Also nur so ein bisschen ist in Ordnung, aber das alles zusammen ist sehr bitter. Ich weiß nicht, woran das genau liegt. Vielleicht an dem Grünteeextrakt oder so, weiß ich nicht. Boah, Zitronensäure, Maltodextrin, keine Ahnung. Oh, also da bist du auf jeden Fall wach. Oh, aber eklig. Ne, das, ne, mag ich nicht so gerne. Was haben wir hier? Candlelight Company Easy Clean Formula Key Lime Gelato. Da sind so Viecher drin. Die Jenny vom Kanal Mrs. Curly Jen hat auch immer diese Melts. Ich weiß aber nicht, was das ist oder wie man das benutzt. Harmful to aquatic life with long-lasting effects. May produce an allergic reaction. Okay, das ist mit Limone. Limone mag ich nicht so gerne. Wenn, dann ist das was für tatsächlich fürs Badezimmer. Das muss man halt irgendwie dann abbrechen. Und dann machst du das in so Duftschalen, wo unten drunter ein Teelicht steht oder so, wo man halt auch quasi so Öl reinmachen könnte. So sieht das aus, ja. Uff, aber riecht gut. Ja. Ja, muss ich mal gucken, ob wir sowas noch haben. Hatten wir auf jeden Fall mal. Ansonsten wird es weiter wandern. Mal gucken. Coconut Oil Organic Strips. 25 Panda Bamboo Hypoallergenic Breathable Strips für Kinder. Coconut Oil. Sind das Pflaster? Kann das wohl sein? Und das ist halt total natürlich, ne? Weil das aus Bambus ist. Das ist natürlich echt geil. Oh nein, wie niedlich. Da sind Pandas drauf. Wie süß. Da möchte man sich ja fast schon verletzen. Nein, möchte man nicht. Aber wie süß. Oh. Das Kids-Sortiment besteht aus 100% Bio-Bambusfaser, angereichert mit Kokosöl in der Gaze, um Schrammen und Abschürfungen zu lindern und eine dauerhafte Unterstützung für empfindliche Haut zu bieten. Der niedliche Panda-Print wurde entwickelt, um Kindern in kleinen Notfällen zu trösten. Oh, das Trostpflaster sozusagen. Ja, das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber dann ist das ja quasi, dass du in diesem weißen Patch, das du ja quasi auf die Wunde gibst, dann Kokosöl oder so drauf hast, dass die Wunde halt gut versorgt wird. Das ist auch richtig praktisch. Finde ich toll, das gefällt mir. Niedlich, da sind Pflaster mit drin. Und hier haben wir nochmal welche. Und die sind Black Bamboo Hypoallergenic Breathable Strips. Also atmungsaktiv heißt das, glaube ich, übrigens. Ne? Noch mehr Pflaster. Und die sind halt richtig schwarz. Das ist dann eher so für die Männerfraktion. Ne? Da steht jetzt was drauf, aber ich glaube, dass das tatsächlich nur auf dem der Folie ist. Ne? Da kann man ja jetzt oft genug hinfallen. Ne? Läuft. Sowas auch mal mit in solchen Boxen ist, finde ich ganz praktisch. Das war jetzt die Birthday Box 2019 von der Blogger Factory. Angeblich 130 Euro wert, blende ich hier mal ein. Ganz interessant finde ich jetzt tatsächlich mittlerweile wirklich diese Schneckenschleimcreme. Die möchte ich wirklich mal ausprobieren. Ansonsten die Tasse finde ich super. Die Burgerpresse kannst du gut gebrauchen. Pflaster kannst du immer gut gebrauchen. Dieses Buch und diese Koffein- und Konzentrationssticks, naja. Bleibt jedem selber überlassen. Ansonsten, ja, hat mir persönlich die Box ganz gut gefallen. Und ich habe jetzt auf jeden Fall Anreize, neue Dinge auszuprobieren. Freut mich. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, Entschuldigung, es ist warm, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.